Jeder hat sich über ihn lustig gemacht, weil er in einem Schulbus lebte, bis sie hineingingen. Der Mann wurde über Nacht obdachlos. Er befand sich in einer sehr komplizierten Situation und fand einen verlassenen Schulbus, als er auf der Suche nach einem Zuhause war. Er entschied sich dann, dort einzuziehen. Man muss wissen, dass dieser Mann ein völlig normales Leben führte. Eine Frau, eine Tochter und einen stabilen Job. Leider hat er alles verloren, als er seinen Job verlor, seine Frau ihn verließ und das Sorgerecht für seine Tochter bekam. Das führte dazu, dass er nichts mehr besaß. Er verlor alles über Nacht. Er verwandelte diesen Bus in sein Zuhause. Aber wenn die Leute sein Haus sahen, machten sie sich darüber lustig, weil es lächerlich schien, in einem äußerlich schmutzigen und vernachlässigten Schulbus zu leben. Aber dann beschloss der Mann, sie einzuladen, in den Bus zu kommen, und als sie hineingingen, änderten sie ihre Meinung. Von außen sah es aus wie ein alter, schmutziger Schulbus. Aber um hineinzukommen, musste man die Treppe hinaufsteigen. Und als die Leute das Innere sahen, konnten sie